hallo, neben mir steht jetzt Matthias Scheller von BMW Scheller. Hallo Matthias, wie geht's dir? Hi Britta, also mir geht's gut, ich freue mich auf den Abend und ja. Ja, wir sind ja jetzt hier bei der Fight Night beim Boxen. Matthias, wie seid ihr denn hierher gekommen? Also angefangen hat das vor 2 Jahren, als der Rainer Gottwald auf der Suche nach einem Mobilitätspartner war und dadurch, dass wir halt mit BMW und der Marke Mini in der Region, in der Pfalz halt als mobiler Partner sehr stark auftreten, unser Name dann auch hier über die Jahre auch bekannt ist, hat er uns einfach gefragt, ob wir den Fuhrpark stellen können und wir waren uns gleich sympathisch und dann ist das Ganze gewachsen, auch als Businesspartner, Sponsor und so weiter und dementsprechend sind der Rainer und ich ins Gespräch gekommen und ja, es hat vor 2 Jahren schon gut funktioniert und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch wieder dabei sein dürfen. Das heißt jetzt das zweite Mal, dass ihr damit dabei seid? Genau, also in diesem Jahr das zweite Mal, genau. Mega. Und worauf freust du dich denn am meisten heute? Also am meisten freue ich mich natürlich auf den Ali, auf den Hauptkampf, weil den Ali habe ich dann auch durch den Rainer vor 2 Jahren kennengelernt und mittlerweile sind wir auch schon Freunde geworden und dieses Debüt im letzten Jahr ist der Kampf nicht zustande gekommen, aber jetzt durch Rainer Gottwald das Ganze wieder aufgelebt und dementsprechend drücke ich natürlich dem Ali die Daumen und bin auch felsenfest davon überzeugt, weil ich sein Training verfolgt habe, dass er das Ding gewinnt heute Abend. Und auf was freust du dich heute sonst noch so? Also am meisten freue ich mich natürlich mit auch da die ganzen Leute wieder kennenzulernen oder auch zu treffen, die ich vor 2 Jahren auch treffen durfte. Mit dem Weihnachtszirkus in Karlsruhe, den einen oder anderen letztes Jahr durch Rainer Gottwald auch wieder getroffen. Aber natürlich auch auf die persönlichen Gespräche an dem Abend, ja. Ja, dann viel Spaß jetzt noch hier auf der Veranstaltung. Dann bedanke ich mich auch recht herzlich hier für die Fragen, die Beantwortung und ja, wünsche auch ganz viel Spaß. Danke dir, Britta.